Der größte Krafträuber, wenn man zusammen lebt, arbeitet, wohnt, ist, wenn man irgendwie die eigenen Schwächen, die eigene Verfehlungen in den anderen hineinprojiziert. Bisschen kompliziertes Wort, findest du nicht auch? Mhm. Wir wollen heute mal ein bisschen dieses Wort unter die Lupe nehmen, was denn das bedeuten könnte und was sich dahinter verbirgt. Doch bevor wir mit unserem Forschungsexperiment voll durchstarten, hören wir noch mal kurz rein, was Ivo zu diesem Zusammenhang gesagt hat. In seiner Botschaft vom Freundestreffen 2022, gemeinsame Mündigkeit heißt die, da hat er nämlich genau über diesen Zusammenhang erzählt und auch erklärt, was hineinprojizieren bedeutet. Ich sagte, du kannst kaum eine stärkere, niederziehendere Kraft erleben, als wenn du deine eigenen Mängel, deine eigenen Verfehlungen in andere hineinprojizierst und sie dafür schuldig erklärst. Aber siehst du, die Spaltung nennt man das, eben das voneinander gespalten werden, gegeneinander werden, einander Vorwürfe machen, einander verklagen oder einander eben die eigenen Fehler hineinprojizieren, das kommt dem Schwermut gleich an Gewicht. Das zieht sich runter bis in die Hölle, ja. Da kommst du nicht wieder rauf, es sei du lässt dich umkehren, ja? Du lässt dich klären, kommst ins Licht zurück. So, und jetzt zum Forschungsexperiment. Dafür haben wir euch etwas mitgebracht. Zeig's doch mal in die Kamera. Geld. Wie viel ist das wert? 20 Euro. 20 Euro. Ist schon eine ganze Menge, kann man sich schon ganz schön viel Eis davon kaufen, gell? Okay, was passiert jetzt mit diesen 20 Euro, wenn man die zerknittert? Machen wir doch mal. So, kann ich mir damit jetzt auch noch immer Eis kaufen? Ja. Ja, und zwar genauso viel Eis wie davor, oder? Sind nämlich immer noch 20 Euro, an dem Wert hat sich nichts verändert. Okay, was kann man noch alles so Verrücktes anstellen mit so Geld? Man kann es anmalen. Ja, leg mal los. Man kann es aber auch ein bisschen einreißen. Verrückte Sachen, die wir heute machen. Aber es hat alles einen Sinn. Bleibt weiter dran, es bleibt spannend. Genau, zeig mal in die Kamera, was du da für ein Kunstwerk gemacht hast. Ich mache auch noch ein bisschen. So. Wie viel ist es jetzt wert? Immer noch gleich viel. Immer noch 20 Euro. So, ich meine, ach, schau mal her. Da gehen wir doch noch mal ein bisschen baden auf Tauchstation. Mhm, jawohl. Ausfringen. So, wie viel ist es jetzt wert? Ist immer noch gleich viel. Die schauen zwar schon ziemlich ramponiert aus, aber du hast recht, es sind immer noch 20 Euro. Und an dem Wert hat sich wieder nichts verändert. Wie schaut das jetzt aber in unserem Leben aus? Wir stellen uns jetzt vor, jeder von uns ist so ein Geldschein, mit dem im Laufe des Lebens gewisse Sachen passiert sind. So, kommt ein Geldschein, trifft den anderen Geldschein und der Geldschein denkt sich, boah, der ist ja noch viel zerknüllter als ich. Der ist schon ganz schön schräg drauf. Da hat er einen Knick und dann auch noch dreckig, geht ja mal gar nicht. Und das ist er auch noch. Wie eklig. Wenn der Geldschein sich selber mal anschauen würde, das sieht auch nicht viel besser aus. Das heißt, wenn wir so sind wie diese Geldscheine und schauen, was bei dem anderen für Fehler oder für hässliche Sachen sind, schauen wir eigentlich gar nicht auf das, was eigentlich der andere ist. Weil, was ist denn das? Das ist zerknüllt und angemalt. Aber was ist es in Wirklichkeit? Immer noch wertvoll. Immer noch wertvoll. Und das übersehen wir so oft im Alltag. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit meinen Geschwistern so im Alltag
lebe und so. Wir haben uns zwar alles sehr gerne, aber wie das halt so ist, passieren Dinge, wo man eigentlich nur sieht, ach, da hat er jetzt was dreckig gemacht und das war jetzt irgendwie doof, und sehen gar nicht mehr, dass der andere eigentlich so, so wertvoll ist. Das heißt, wir sind oftmals eigentlich eher so Fehlerfahnder. Die schauen so, ah, der andere, der ist ja voll zerknittert. Aber dabei wollen wir doch eigentlich uns daran erinnern, wer wir wirklich sind. Nämlich, wir sind wertvoll. Wir sind unglaublich wertvoll. Jeder von uns hat einen unglaublichen Schatz in sich mit allen Möglichkeiten und göttlichen Potenzialen. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich nicht, hier als Fehlerfahnder rumzuschauen und zu sagen, ah, schau mal, du bist voll zerknittert, da reiß ich gleich noch mal ein bisschen mehr dran rum. Sondern, was könnten denn die Geldscheine stattdessen machen? Sie könnten den anderen loben. Loben zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn man im Alltag sich trifft und sagt, hey, wow, heute ist mir aufgefallen, du hast wirklich ganz besonders schön den Tisch gedeckt zum Beispiel. Das heißt, anstatt Fehler beim anderen zu suchen, können wir zum Schatzsucher werden und schauen, ah wow, was für Wertvolles entdecke ich denn in dem anderen. Und das, lasst uns doch das einfach noch mehr machen, weil daraus entsteht einfach so viel mehr Kraft, anstatt uns gegenseitig nur runterzudrücken und in den anderen das hinein zu projizieren, was eigentlich mit einem selber auch eh nicht stimmt. Ne? Das ist nämlich genau dieses Wort. Was mit mir nicht stimmt, das sehe ich dann auch beim anderen. Und das zieht natürlich runter, das raubt Kraft. Aber wir können genauso gut auch Schatzsucher sein, die uns gegenseitig erinnern, hey, egal, was vielleicht auch gerade schiefgelaufen ist, egal, was vielleicht auch nicht stimmt, das ist, ändert nichts an der Tatsache, dass du einfach unglaublich viel wert bist. Also, auf geht's zur Schatzsuche. Also Simon, was machen wir jetzt mit unseren ramponierten Geldscheinen? Wir können damit Eis kaufen. Das machen wir jetzt. Da holen wir uns jetzt ein fettes Eis.